Wir erleben hier gerade die 9. Bielefelder Ballonfiesta. Meine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass hier alles läuft. Und erleben werden wir, denke ich zumindest, einen Start von 60 Ballonen, Nightglow und viele kostenlose Attraktionen für die Besucher. Ja, ich denke, die Besucherzahlen sprechen erstmal für sich. Wir haben letztes Jahr bei durchwachsenem Wetter 100.000 Besucher gehabt. Dieses Jahr rechnen wir durchaus mit 150.000 Besuchern oder auch noch ein paar mehr. Und ankommen tut es einfach super, weil wir halt viel Stammpublikum haben und ohne Eintritt die Leute solche schönen Dinge machen können, wie zum Beispiel der Hochseilgarten oder viele andere Dinge, die Togo-Tour und. Na, das absolute Highlight ist zunächst einmal der Ballonstart. Es ist die Porta Ballon Fiesta in Bielefeld, das ist das eine. Aber das andere ist einfach diese mittlerweile Institution als Familienfest in Bielefeld über 3 Tage, das mit Sicherheit dieses Mal aufgrund des Wetters schon an die 120.000, 130.000 Menschen anzieht. Kein Eintritt, ein echtes Kinderfest, friedlich. Viel Freude und natürlich auch die Live-Bands, die hier sind, die über den Bielefelder Radiosender hier engagiert wurden. Also das ist ein rundherum dickes Ding. Und natürlich nicht zu vergessen der soziale Aspekt, dass hier auch wieder durch die Tombola eine große Spende für die Stiftung Hand in Hand zu machen. Also der Ursprung kommt von Markkauf. Vor 9 Jahren wurde hier von Markkauf als Eintrag auch im Guinness-Buch der Rekorde die größte Ballontaufe der Welt ins Leben gerufen, nämlich mit der gleichzeitigen Taufe von 12 Ballons. Daraus ist dann später die Markkauf-Ballonfiesta in Bielefeld geboren. Und nachdem Markkauf die Ballonfiesta aus bekannten Gründen nicht mehr weiter als Namensgeber unterstützt hat, sind wir als Porta hier eingetreten. Geschichte ist, dass ich selber 15 Jahre bei Markkauf gewesen bin und später zu Porta gegangen bin und hier mit unserem Einrichtungshaus und als Familienunternehmen in Ostwestfalen das für uns praktisch eine Verpflichtung gewesen ist. Ja, das ist schon anstrengend, vor allen Dingen bei den Temperaturen, die wir die letzten Aufbautage hatten. Es war sehr heiß, sehr staubig und ich kann meinen Mitarbeitern nur ein ganz, ganz großes Lob zollen. Meine Projektleiterin hat das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Es müssen Sicherheitskonzepte erstellt werden für so ein Event und wir haben insgesamt eine Planungszeit, die eigentlich immer am Tag nach dem Abbau fürs nächste Jahr schon wieder losgeht. Also da sind mehrere Leute über ein Jahr lang beschäftigt mit. Wir sind das Phoenix Fly Demo Team. Wir kommen aus Deutschland und aus Holland, aus Rotterdam und Den Haag. Ja, wir machen Demos mit unseren Wingsuits und zeigen den Leuten einfach mal eine andere Art des Fallschirmspringens. Das ist eine recht neue Disziplin, die seit etwas über 10 Jahren wirklich erst populär wird und eigentlich den Traum vom Fliegen des Menschen wie ein Vogel verwirklicht. Im normalen Leben ist es eigentlich, wir definieren eigentlich das normale Leben als Springen und das verrückte Leben als Arbeiten. Es ist ganz verschieden. Also man findet alle Berufsgruppen in der Springerei, also vom Handwerker bis zum Manager. Das ist also ein Sport, der wirklich für jeden möglich ist. Wir bieten heute den Zuschauern, denen mal zu zeigen, im Gegensatz zu normalen Fallschirmspringern, die einfach senkrecht nach unten fallen, zu zeigen, dass man auch wie ein Vogel fliegen kann und zeigen den Leuten, dass man wirklich mit viel Vorwärtsgeschwindigkeit fliegen kann und einfach das echte Fliegen fühlen kann. Wir haben extra jeder mit Rauch am Fuß gesprungen, sodass die Leute von unten sehen können, okay, wo sind die Leute? Wir haben eine lange Rauchspur gezogen, sodass die Leute das sehen konnten. Und wir haben auch ein sehr positives Feedback bekommen. Als wir hier zurückgingen, haben uns viele Leute begrüßt und gefreut und gesagt, das konnte man toll sehen, war wunderschön. Und ja, war ein wundervoller Sprung.